Hallo und herzlich willkommen zum Lectorial 4. Wir beschäftigen uns heute mit einem Predictive Maintenance Szenario. Wie immer, Lectorial ist in zwei Teile eingeteilt. Einen ganz kurzen Teil, diesmal wirklich sehr kurz, wo wir ein paar Grundlagen wiederholen, alles refreshen, uns nochmal auf Stand bringen, damit wir loslegen können. Und dann die eigentliche Aufgabe. Wie immer gilt für das Lectorial, keine Panik, in der Ruhe liegt die Kraft. Es gibt einen Live-Coding-Teil, es gibt hier sehr viele Möglichkeiten, die Aufgabe zu lösen. Ich weise auch auf verschiedene Wege hin, wie man Dinge anders machen kann. Ich versuche zu erklären, warum ich was so oder so mache. Viele Wege führen zum Ziel. Wählen Sie Ihren Weg, probieren Sie sich aus. Diese Tutorials, diese Lectorials sind wirklich gedacht als Übungsstunden. Üben heißt ausprobieren, scheitern, kurz verzweifelt sein, dann wieder cool bleiben, eine eigene Lösung finden. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, wie man Dinge lösen kann. Und am Ende gibt es auch nochmal ein paar Hinweise, Inspirationen, wie Sie weiter mit der Aufgabe arbeiten könnten als Übung fürs Leben, für die Klausur. Ein paar Inspirationen, was man vielleicht noch anders machen könnte. Egal, was passiert, wenn Sie rausfliegen, wenn es Ihnen zu kompliziert wird, machen Sie eine Pause. Schauen Sie sich nochmal die letzten Vorlesungseinheiten an, die wir gemacht haben. Die haben Sie eigentlich alle für diesen Moment, für dieses Lectorial heute vorbereitet. Und wenn Sie da irgendwo Schwierigkeiten haben, schauen Sie einfach nochmal in die Unterlagen rein. Sie werden dort auf jeden Fall die verwendeten Konzepte und Ideen nochmal erklärt bekommen. Wenn wir über Machine Learning sprechen, nochmal zur Wiederholung, gibt es so drei Arten von Lernen. Ja, drei Problemgruppen, wenn wir Dinge modellieren, wenn wir probieren, Sachen vorherzusagen. Das ist Supervised Learning, Unsupervised Learning und Reinforcement Learning. Und gerade Predictive Maintenance hat oft die Aufgabe, Ausfälle vorherzusagen, Dinge vorherzusagen, Zusammenhänge einzuordnen. Und in dem Fall ist es schon häufig so, dass wir ein sogenanntes Supervised Learn Problem haben. Ja, das heißt, wir haben hoffentlich sogenannte Daten, die sind gelabelt und wollen jetzt sagen, ob ein neues Auto, was reinkommt, ähnlich ist oder nicht. Ja, wenn wir keine gelabelten Daten haben, dann wird es schwerer. Dann müssen wir probieren, irgendeine Ähnlichkeit zu finden, ja, die Autos in Gruppen einzuteilen. Das ist dann eher vielleicht ein unsupervised Lernproblem. Aber das sind vor allem die zwei Problemtypen, die zwei großen, Supervised und Unsupervised, mit ihren drei Problemtypen, Klassifikation, Regression und Clustering, die Ihnen da so über den Weg laufen. Typische Supervised-Algorithmen, die man da so anwendet, neuronale Netze haben wir noch nicht gemacht, wenn man jetzt mal so Machine Learning ganz traditionell klassisch macht, das sind Entscheidungsbäume, der KNN-Klassifikator, Regression inklusive der logistischen Regression, Support-Vektormaschinen, aber auch Ensembles, ja, die dann die irgendwie kombinieren oder Ensembles, die für sich stehen, wie der Random Forest. Ein Klassifikator, mit dem wir in der Übung arbeiten werden, das ist der Decision Tree Classifier, haben Sie schon kennengelernt in der Vorlesung, ich wollte ihn hier einfach nochmal an die Wand werfen, wenn man so will, damit ihn jeder nochmal gesehen hat, weiß, wie man ihn benutzt. Der hat zwei wichtige Parameter, das ist die maximale Tiefe und das Kriterium, wie der splittet. Da können Sie auch gerne mal in der Übung verschiedene Split-Kriterien ausprobieren. Sie können die Daten auch abändern, die Split-Kriterien nochmal abändern, schauen, wann wer wie splittet. Die Übung ist wirklich tatsächlich gedacht, mal mit den ganzen Konzepten, Ideen, die wir in der Vorlesung behandelt haben, rumzuspielen, sich auszuprobieren, die zu testen. Um die Performance von so einem Klassifikator zu beurteilen, braucht man ein sogenanntes Test-Train-Modell. In unserem Fall würde ich mal für den Anfang damit anfangen, ganz einfach, dass wir das in Test und Training aufsplitten. Wenn Sie sich da mit fortgeschrittenen Verfahren ausprobieren wollen, dann sehr, sehr gerne. Ja. So, worum geht's? Was ist die Aufgabe? In dem aktuellen Lectorial geht es darum, Sie sind mal wieder in eine andere Abteilung abgeschoben worden, aber nicht, weil Sie so unerfolgreich waren, sondern weil Sie natürlich die Aufgaben so toll gelöst haben und Sie sind jetzt im After Sales gelandet. Und der After Sales kümmert sich praktisch um alles, was nach dem Verkauf von unseren Autos so passiert. Und da kommt jetzt
die haben gerade das Problem, und deswegen kommt der Manager zu ihnen, dass die mit einem bestimmten Bauteil, mit einem bestimmten Autotyp, whatever, aber dass die damit irgendwie Probleme haben. Ja, die haben jetzt ganz viel unerwartete Rückläufe, sind gerade wirklich an den Rande ihrer Kapazitäten, müssen ganz viel Geld auch für Aktionen und Kundenzufriedenheit bereitstellen. Und das fängt jetzt so langsam an, ordentlich weh zu tun, ja, in dem Unternehmen. Und deswegen hat ihr Chef gesagt, hey, können Sie uns da nicht helfen? Weil vielleicht könnte man ja irgendein Modul bauen, was schon erkennt, wenn ein Auto bei einem Checkup ist, oh, das Auto wird demnächst kaputt gehen oder das Auto wird recht bald das und das Problem bekommen, weil die im Bauteile schon so abgenutzt sind und sehr wahrscheinlich, dass es bald, was weiß ich, der rechte Scheibenwischer ausfällt. Wird vielleicht Sinn machen, das schon präventiv zu tauschen, wenn das ein sehr wichtiger Kunde ist oder wenn es ein unwichtiges, günstiges Bauteil ist. Oder es würde zumindest Sinn machen, dem einen kostenlosen Check-up-Termin in 3 Monaten nochmal anzubieten, wo wir ihm dann, was weiß ich, kriegt dann Kaffee und irgendwas anderes dazu. Also man hat da sehr viel Stellgrößen mit der Erkenntnis dann was zu machen. Das ist dann jetzt nicht unbedingt ihr Job, sondern von irgendwelchen Marketing-After-Sales-Produktmanagern sich da kluge Ideen einfallen zu lassen, was man dann jetzt tut. Aber ihre Aufgabe ist es erstmal zu schauen, ob sowas überhaupt möglich ist. Ja, ob die Daten das hergeben, ob das wirklich so ein Problem ist, was man modellieren kann. Und deswegen sind Sie es gefordert. Laden Sie sich mal das Datenfile Car Maintenance Excel. Laden Sie sich mal in die IDE Ihrer Wahl. Und schauen Sie sich das mal an. Das Datenset selber hat mehrere Part-Variablen, das sind irgendwelche Bauteile. Und denen ist eine Anzahl an Warnungen zugeordnet, wie oft dieses Bauteil irgendwie im Steuergerät irgendeine Warnung verursacht hat beim Checkup. Dann haben wir irgendeinen Ölstand und wir haben das Ergebnis des Checkups. Ja, die Autos kommen regelmäßig zum Checkup irgendwie in die Werkstatt und dann kriegen die einen Score, wie gut die sind und ob die wieder wegfahren dürfen, und das Ergebnis ist da auch noch drin. Das Besondere ist jetzt hier, wenn ein Auto unaccepted bekommen hat, dann heißt das nicht, dass das irgendwie technisch vielleicht schlecht war. Das kann auch einfach sein, dass irgendein Dokument gefehlt hat oder dass im Prozess irgendwas schiefgelaufen ist. Ja, und das ist so ein ganz typischer Fall für Daten in der Praxis. Also in der Uni kriegen Sie immer so akademische Beispiele, wo Sie ein Clustering-Verfahren anwenden, dann ist alles wunderbar getrennt, ja, dass dieses Orchideen-Datenset, was man oft beim Clustering kennenlernt, von Fischer. In der Praxis sind die Daten super mies, die sind oft völlig verrauscht, die sind schwer zu verstehen. Oft sind die auch super komisch verschlüsselt, wo man sich denkt, also auch hier, wer denkt sich sowas aus? Also wenn deswegen nicht technischen Sachen abgelehnt wird, dann muss das doch irgendwie woanders in einem anderen Feld markiert werden oder so. Ja, oder was ich auch schon erlebt habe, ist, dass dann irgendwelche Felder für Sachen missbraucht werden, um andere Informationen reinzuschreiben, weil es kein eigenes Feld gibt und so. Also Praxisdaten sind oft ziemlich abenteuerlich. Hier werden wir aber Glück haben, die werden nicht allzu schlimm sein. Aber stellen Sie sich darauf ein, dass gerade die Datenvorverarbeitung, dass das erheblich mehr Aufwand sein wird als die eigentliche Modellierung. Was ist jetzt Ihr Job? Also Daten reinladen, dann im nächsten Schritt Datencleaning zu betreiben, Preprocessing, sich die Daten mal anzuschauen, zu verstehen und dann in einem letzten Schritt verschiedene Lernmodelle mal auszuprobieren. Ja, so Decision Tree Classifier mit einer Holdout Evaluation. Da würde ich jetzt mal sagen, machen wir mal einen 30% Split. Für die Train-Test 30 zu 70 und probieren Sie sich da mal aus. Wenn Sie da dann andere Evaluierungsverfahren nehmen wollen, umso gerne, aber in so einer ersten Runde machen wir es mal möglichst einfach. Und Ihr Job ist jetzt zu testen, Proof of Concept, POC, ob das möglich wäre, so ein KI-Modell zu bauen, was uns zukünftig hoffentlich viele zufriedene Kunden bringt. Los geht's. So, wir schauen uns jetzt an, wie wir den Predictive Maintenance Use Case mit Python realisiert bekommen.
Ich habe mich jetzt in dem aktuellen Szenario für Jupyter entschieden. Jupyter ist so das Tool für solche POC-Geschichten. Ja, in der Praxis wird es ganz oft so laufen. Sie haben irgendeine Idee für irgendein AI-Projekt oder insbesondere bei Machine Learning für irgendeine Möglichkeit für so ein AI-Modul, was irgendwas automatisiert, was irgendwas unterstützt, wo AI irgendwie was besser machen kann. Und dann ist es nicht so, dass man direkt instant anfängt, da ein System zu bauen, sondern man macht meistens mal ein POC-Konzept was. Und Jupyter Notebooks sind eigentlich super cool, weil die eine Mischung ermöglichen zwischen Code dokumentieren, entwickeln, darstellen und den auszutauschen. Das heißt, sie setzen sich beispielsweise, wenn sie Data Scientist werden, hin, entwickeln ein Jupyter Notebook, so wie wir jetzt. Und was ist jetzt hier das Problem? So, und nutzen das dann für ihre Use Cases, entwickeln das durch, schauen, ob das grundsätzlich mal funktioniert, können den Code super gut sharen, können den dokumentieren. Leute, die jetzt auch nicht so drin sind in dem Topic, können das ganz gut verstehen und dann würde man in der zweiten Runde hingehen und das Ding wirklich implementieren als Modul in einem bestehenden System. Beispielsweise dann auch nicht mehr mit Jupyter arbeiten, sondern mit Visual Studio Code, gerade wenn man so Multi-Paradigmen-Programmiersprachen hat oder Multi-Programmiersprachen-Projekte hat, ein Frontend irgendwie mit JavaScript gebaut ist, irgendein Web-Tool und wo im Hintergrund eine Python-AI-Microservice läuft oder irgendwie sowas. Heißt, wir machen jetzt mit Jupyter einen POC und Sie nehmen mit in der Praxis, Jupyter ist zum Testen da, kein Endanwender-Tool. Und die Realisierung würde dann tatsächlich in die Systemeinbettung wünschen, eine andere IDE wahrscheinlich nehmen. Ja, weil Jupyter als IDE ist, sage ich immer, ich finde es, ja, bin jetzt kein großer Fan davon, aber für solche POC-Geschichten ist das wirklich tatsächlich ganz praktisch. So, es gibt mal dem Ganzen noch einen Namen. Das nennen wir mal Lectorial 4. Ups. So. Und würden jetzt im ersten Schritt die Daten einlesen. Die Daten habe ich hier in den entsprechenden Ordner schon mit reinkopiert. Und um diese Daten laden zu können, brauchen wir die Read-Excel-Funktion, die wir schon aus der Vorlesung kennengelernt haben. Die Funktion selber steckt im Pandas-Modul. Das heißt, wir würden an der Stelle direkt mal ein from pandas import read excel machen. Ich finde es an der Stelle auch immer ganz gut, bevor wir es loslegen, Kommando zurück, alles schön zu dokumentieren. Hey, was habe ich heute? Maintenance forecast. So. Das Ganze ist dann ein Markdown Run und jetzt können wir die Imports machen. Ja. So. Nachdem wir die Read-Excel-Funktion importiert haben, müssen wir es natürlich auch importieren. Machen wir vielleicht das Skript so, dass wir das in verschiedene Abschnitte einteilen. Hier hätten wir einen Import-Bereich. Dann würde jeder, der das laufen lassen will, direkt sehen, oh, der nutzt die und die Packages. Das ist immer ganz praktisch und würden dann hier erstens mit Data Selection and Preprocessing anfangen. Ja. So, dann weiß man, okay, jetzt ab hier werden Daten importiert und kann dann auch dieses Notebook abschnittsweise einfach durchlaufen lassen. Also, endlich geht's los. Dataset gleich read Excel so. Und jetzt müssen wir der Funktion hier eigentlich einen File-Object übergeben. Ja, das sind in unserem Fall die Excel, die Sie sich aus dem GitHub-Repository runterladen können. Bin jetzt faul. Ich übergebe das File-Object direkt durch die Open-Funktion. Könnte man auch extra File ist gleich Open, bla bla bla. Wir packen es jetzt einfach direkt in die Funktion mit rein. Das Ding hieß car-maintenance, glaube ich, xlsx. Und
Wir probieren mal, ob es tut. Hat geklappt, wunderbar. Show Dataset. Immer gut dokumentieren, damit Sie in einer Woche oder nach Ihrem Sommerurlaub, Roadtrip USA noch wissen, was Sie da mal programmiert haben. Wir schauen uns das Ding jetzt einfach mal an. Ja, weil das viele Daten sind, Head-Funktion, die obersten 5 können auch, was weiß ich, Head 6 machen, dann kriegen wir die obersten 6 Einträge, nicht verwirrt sein, Python fängt immer bei 0 an zu zählen, ja, deswegen sind das 6 Stück. So, wir sehen, es gibt hier insgesamt 3 Parts, wissen wir schon aus der Aufgabeneinstellung, die die Anzahl an Fehlermeldungen angeben, die mit dem Steuergerät zu diesen Teilen irgendwie angezeigt hat. Haben wir einen Ölstatus, wir haben das Ergebnis unseres TÜVs oder Checkups oder was auch immer das ist und ob das Fahrzeug innerhalb eines bestimmten Zeitraums, sei es mal in der Aufgabenstellung, glaube 6 Monate, nach dem Check wieder in der Werkstatt war. Das heißt, da ist irgendwas ausgefallen, das kam nach 6 Monaten wieder. Und das ist so ein bisschen die Frage, hätte man das vielleicht anhand dieser Check-Daten schon vorher erkennen können, dass das Fahrzeug vielleicht doch nicht ganz so optimal ist, hat den Check vielleicht fälschlicherweise bekommen und kommt jetzt wieder. Also so ein typischer Case wäre, wir haben ja hier diese Check-Stati und dann gibt es hier den Check zum Beispiel Accepted. Ja, Accepted ist so 1 über Unaccepted. Nach Accepted kommt Good und dann kommt Very Good. Man könnte sagen, hier so Accepted es ist, da hat der Techniker beide Augen zugedrückt und eigentlich wäre das Fahrzeug nicht okay, hätte repariert werden müssen. Aber weil der Kunde beispielsweise gerade nicht flüssig war oder gerade nicht reparieren wollte, konnte, was, warum auch immer, oder weil er gerade nicht über eine Garantie abgesichert war, hat der Werkstattmensch gesagt, okay, lass mal gerade so noch durchkommen, aber lang wird es nicht reichen. Einen Good kann ich Ihnen auf keinen Fall geben, eher wäre es ein Unaccept, aber wenn ich beide Augen zudrücke, ist es ein Accept. Das könnte beispielsweise sein, dass hier dieser Check-Status eigentlich schon super informativ ist. Ja, das gerade so Accept, ja, sieht schon so ein bisschen danach aus, ja, dass jedes Mal Yes, also dass da ganz viel Information drin steckt. Aber auch hier beim Öl, anderes Beispiel, das Öl hier, wenn es relativ hoch ist, dann ist da auch irgendwie der Fall, dass es da zu einer Wiederholreparatur kommt. Ja, das ist es hier, 6 Einträge, Fitting by Eye, also frei aus der Hüfte raus, mal ein paar Hypothesen geschossen. Unser Machine Learning Modell wird dann später mal gucken, was es so meint. Aber es gibt schon ein paar Hypothesen, sage ich mal, in den Daten, die wir auch als Mensch, die sinnvoll sein könnten und die wir jetzt mal hier so im Hinterkopf behalten können. So. Der nächste Schritt wäre es, kurz zu checken, wie es denn mit den Datentypen aussieht. Ja, das kann man machen, muss man nicht machen. Ich mache das immer recht gerne, weil ich dann direkt schon sehe, ob das Einlesen, ob da alles geklappt hat. Ja? Also wir sehen hier, wir haben jetzt Integer, okay, das sind alles Zahlen, weil wären das jetzt keine Integer, beispielsweise wäre hier jetzt irgendwie ein Zahl, zum Beispiel ein Buchstabe drin, weil es einen Lesefehler gab oder irgendwie bei den Daten was nicht passt, dann würden wir hier das direkt am Datentyp schon sehen. Und es scheint hier alles auch zu passen, das heißt, die Datentypen sind in Ordnung. Yes, wie wir es in der explorativen Datenanalyse gelernt haben, in der Vorlesung, machen wir als erstes mal ein Dataset Describe. Ja, einfach mal, um deskriptive Statistiken zu erzeugen und zu schauen, wie sieht es denn so aus. Ja, was steckt in den Daten drin? Was können wir schlussfolgern? Wie sind die beschaffen? Und da sehen wir jetzt direkt auf den ersten Blick schon ein paar spannende Dinge. Zum einen, schauen Sie sich selber mal kurz einen Moment in Ruhe an. Wir haben 31 Einträge, ist jetzt auch nicht so mega viel. Und die Part 02, was auch immer das ist, das hat einen Mittelwert von 1 und eine Standardabweichung von 0. Heißt, alle Werte haben 1. Ja, das können wir uns jetzt auch direkt mal anschauen. Part 02 führen wir aus. Und das sehen wir, das sind nur 1. Zack, 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 zack. Das heißt, die Spalte ist eigentlich unnütz. Ja. Die nimmt einfach Speicher weg. Wir haben jetzt hier ein kleines Datenset mit 31 Einträgen, aber stellen Sie sich vor, Sie hätten 1 Million oder ein paar hunderttausend Einträge und eine Spalte ist einfach immer 1. Schmeißen Sie das raus, ja, da ist keine Info drin. Ja. Gut, also die Spalte 02 können wir direkt mal rauswerfen. Wir können das auch mal kurz grafisch anschauen.
Dann sehen wir es vielleicht deutlicher. Also es gibt keinen Eintrag, der was anderes ist als 1. Ja. Also deswegen lohnt es sich, die direkt mal als allererstes rauszuwerfen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann das droppen, man kann das filtern. Das ist dann Ihnen überlassen. So. Dann die zweite Sache, die hier bei den deskriptiven Statistiken auffällt und die ich dann auf jeden Fall machen würde, wäre das ist so ein Praxiscase, ist hier das Thema Part 99. Also das, der Mittelwert von 33. Ja, okay. Aber was jetzt hier auffällt, ist, dass die Quantile, dass die eigentlich immer bei 1 liegen. Das heißt, alle Werte, 75% der Werte sind 1 oder kleiner. Ja. Und der Mittelwert ist aber 33. Also das schreit nach einer total einer total asymmetrischen Verteilung. Ja. Und wenn man jetzt hier sieht, das Maximum ist sogar 999, also da scheint auch irgendwas nicht zu stimmen. Schauen wir uns das auch mal noch direkt an, bevor wir loslegen. Ja, also das sehen wir hier, da ist ein Eintrag, der ist wahrscheinlich ein Fehler. Ja, also 999, so ein typischer fehlerhafter Eintrag. Ja, also das ist auch jetzt die Frage, wie geht man damit um? Ist das ein Ausreißer? Ist das ein Fehler? Ist das tatsächlich wahrer Wert? 999 Fehlermeldung ist natürlich schon eine Nummer. Das ist jetzt die Sache, wie man damit dann umgeht. Ich empfehle bei so einem POC, schmeißen Sie die Sachen raus. Also als erstes alle Ausreißer rausnehmen, weil es geht ja jetzt erstmal darum zu schauen, ob Ihr Machine Learning Algorithmus funktioniert und das Problem generalisieren kann, lernen kann. Und Ausreißer können manchmal ganz normale Fehler sein. Es können aber auch echt jede Menge Informationen in diesen Ausreißern stecken. Es kann auch wirklich sein, dass die super mega Rückschlüsse auf die datengenerierenden Prozesse ermöglichen. Also beispielsweise wir anhand der Ausreißer erkennen können, oh, da ist ein Sensor komplett kaputt, heißt das irgendeinen Schaden an diesem ganzen Bauteil oder so. Ja, also das heißt nicht, wir schmeißen die Ausreißer jetzt raus und schauen die nicht wieder an. Ich empfehle Ihnen, im ersten Schritt nehmen Sie die raus, aber dann in der zweiten Runde unbedingt sich die Ausreißer nochmal explizit ganz speziell anschauen, weil da oft wirklich sehr, sehr wichtige Informationen hinsichtlich des zu modellierenden Problems drinstecken. Ja. In unserem Fall machen wir uns jetzt das Leben aber leicht und kicken die 99 einfach mal raus. Und das geht folgendermaßen. Mit der Drop-Funktion, die wir beim Data Engineering-Kapitel kennengelernt haben. Das heißt, wir rechnen uns einfach mal hier so ein Threshold aus. So. Und sagen, alles, was kleiner als dieser Wert ist, soll rausgekickt werden. Das heißt, bei uns Part 99 Quantile. So. Ups. So, also wir wollen jetzt das 99% Quantil beispielsweise haben. Und wollen dann alles, was kleiner ist als dieses Quantil, rauskippen. Kopieren wir es direkt mal so. Ein bisschen Schreibvorlaut ist so. Kleiner Threshold. So müsste das passen. Dann gucken wir mal. Machen wieder ein Dataset Describe. Und haben hier jetzt das den entsprechenden Wert kleiner als dieses Quantil rausgeschmissen. Ja. Wir haben jetzt hier recht viele Einträge verloren. Und haben jetzt hier auch beispielsweise die Zweier mit rausgeschmissen. Die Zweier würde ich jetzt tatsächlich gern behalten. Machen wir mal ein kleiner gleich. Ja, dann machen wir mal das 999 Quantil. Haben wir da die Daten dann behalten? Nee. Okay, dann müssen wir es vielleicht direkt kleiner gleich, kleiner 3. So.
Dann schauen wir es uns mal an. Run. Ah, jetzt habe ich die natürlich, müssen es nochmal durchlaufen lassen, habe die jetzt natürlich schon rausgeschmissen. So. Ja, also, was es gerade war, das 99% Quantil, das war zu streng, das hat die 2 auch mit rausgeschmissen. Die hätte ich jetzt gern drin behalten, weil ich glaube, die 2 sind jetzt kein Fehler. Deswegen machen wir es jetzt über einen konkreten Wert und nicht über so einen Threshold. Beziehungsweise ich kommentiere den mal so ein. Das wäre jetzt die, das wäre jetzt so die gängige Vorgehensweise. Also hier würde man dann so auch einen Kommentar dazu machen normalerweise. Ups. Ja, remove outliers. Threshold gleich 3. 99 oder most values are between. So, ja, also wenn man irgend so einen Hinweis noch dazu schreiben, was man jetzt hier gemacht hat. Und jetzt haben wir noch 30 Einträge. Ja, also 24 hätte man auch machen können, wäre auch vertretbar. So meine Erfahrung sagt mir ein bisschen jetzt hier die 99, das ist wirklich ein krasser Ausweicher. Zweier, ich glaube, da steckt Information drin und die sollten wir jetzt nicht rausschmeißen. Ja, aber Sie sehen jetzt auch hier schon, es ist auch viel Erfahrung, Entscheidung, bisschen Magie auch, was man wann macht. Es gibt hier jetzt keine so Dinge, die wahr oder falsch sind und deswegen ist vielleicht auch Data Science, KI und alles gerade so ein spannender Bereich, weil es manchmal ja wirklich auch ein bisschen ausprobieren, Erfahrung, Magie, Glück ist, hier die richtigen Entscheidungen zu treffen. So, wir haben jetzt unser Datenset ein bisschen geschrumpft. Jetzt erinnern wir uns, es war noch das zweite Problem, dass dieses andere Bauteil, also irgendwie sind die Bauteilwerte hier so ein bisschen Quatsch, das war das Bauteil 002. Wenn ich es richtig weiß, das hatte nur 1er. Ja, also wenn wir es nochmal anschauen, zack, zack, zack. Das Ding können wir eigentlich auch direkt rausschmeißen. Ja, also Dataset gleich Dataset Drop Columns. Und jetzt können wir hier direkt das Part 02 übergeben. Ja, gibt es jetzt noch mehr Columns, die irgendwie unnütz wären? Also wenn Sie sich jetzt entscheiden würden, okay, das ist 99. Wenn ich da die Extremswerte rausnehme, ja, dann sind da auch nur noch 1er, dann will ich das auch noch rausschmeißen, dann können Sie das auch hier einfach mit dazu schreiben. In der ersten Runde würde ich mal ein bisschen konservativer sein, weil wir eh so wenig Spalten haben, wird tatsächlich nur das Part 02 rausnehmen. So, dann schauen wir uns das Ganze an. Und haben jetzt hier noch, das wurde schon gedroppt, deswegen findet er das nicht mehr. Das ist natürlich blöd. Bei Python, also wir sagen jetzt, schmeißt die Spalte 002 raus. Die haben wir bereits rausgeschmissen, deswegen findet er die jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es die Möglichkeit, soll diese einfach nicht nochmal ausführen, weil sonst wirft es einen Fehler. Was er jetzt hier noch vorschlägt, ist die InPlace-Funktion, das InPlace-Argument. InPlace-Argument ist, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen auch immer eine Stilfrage, also anstatt zu schreiben, Dataset ist gleich und dann hier die Aktion, könnte man einfach auch das hier rausnehmen und nur diesen Code hier schreiben und mit InPlace, das würde dann bedeuten, für das durch und ersetze. Ja, also das ist eine Stilfrage. Genau, wenn wir jetzt einfach alles nochmal neu ausführen, dann müsste es passen. Genau. Also, hier war das Problem. Es gibt gerade gar keine Zeile mehr. Und wenn wir das jetzt nochmal probieren zu machen, dann wirft er uns Überraschung natürlich einen Fehler, weil er nichts rauswerfen kann, was es nicht gibt. So. Damit haben wir es geschafft. Ich würde sagen, Data Preprocessing ist abgeschlossen. Und wir würden uns dann im nächsten Schritt mal anschauen, wie wir mit Hilfe von Machine Learning hier
den ein oder anderen Case oder das ein oder andere Modell anwenden. So, was haben wir gemacht? Nochmal alles auf einen Punkt gebracht. Was war jetzt im ersten Schritt zu tun? Wie sieht die Lösung aus? Im ersten Schritt ging es darum, die Daten einzulesen in Ihre IDE. Das ist ein Excel-File, also bietet sich die Read-Excel-Funktion an, die wir schon gut und gerne kennengelernt haben. Eigentlich relativ straightforward. Sobald wir die eingelesen haben, können wir mit der Describe-Methode in unsere Daten gucken, uns ein paar Deskriptive ausgeben. Und da fällt eigentlich direkt schon ins Auge, hier ja, dass der Mittelwert und die Standardabweichung 0 und 1, also diese Spalte 2, die hat keinerlei Information. Die hat einfach immer 1, da könnte auch immer 100 drinstehen oder immer Blaubeermarmelade. Hilft uns auf jeden Fall nicht weiter, um irgendwas zu lernen. Und die Spalte 99, ja, die hat hier einen super hohen Maximalwert, während 75% der Daten kleiner als 1 sind, kleiner gleich 1 sind. Das heißt, hier ist auch irgendein Ausreißer drin. Und dieses Vorgehen jetzt in dem Fall ist, den Ausreißer rauszuwerfen und die Spalte, die keine Information hat, ebenfalls ganz rauszunehmen. So, dann machen wir mal weiter. So, willkommen zurück. Wir kommen jetzt direkt zum zweiten Abschnitt, nämlich der sogenannten Analyse oder, ja, wir nennen das Analytics. Klingt cool, modernes Wort. Also wir bauen jetzt unsere Modelle. Schon wieder vergessen, dass es eine Überschrift ist. So. Und wollen jetzt hingehen, nachdem wir unsere Daten hier vorverarbeitet haben, den ersten einfachen Entscheidungsbaum auf dieses Problem anzuwenden, um vorherzusagen, Follow-up, ob es eine Wiederholreparatur gab oder nicht. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen zwei Packages, würde ich Ihnen empfehlen, von scikit-learn zu laden. Packen wir mal hier oben mit dazu. Das wäre, zum einen brauchen wir den Entscheidungsbaum, den Decision Tree Learner. Import Decision Tree Classifier heißt der, glaube ich. Und dann, also was ich immer nutze, ist der Train Test Splitter, weil um unsere Akkuratheit und so weiter zu berechnen, brauchen wir ja unsere Training- und Test-Datensätze getrennt. Und das können wir entweder manuell machen durch Filtern oder da gibt es eine super Methode in scikit-learn. scikit-learn im Model-Paket, Model-Bereich, Submodul, Model jetzt. Und das ist der sogenannte Train-Test-Split. Ja, das heißt auch immer so wie der Befehl. Und mit den beiden Geschichten können wir unsere Daten zum einen aufteilen und zum anderen dann mithilfe eines Entscheidungsbaums ein Modell bauen, was dann hoffentlich vorhersagt, ob es zu einer Wiederholreparatur kommt oder nicht. Dann laden wir die Packages nach. So, und genau, würden wir jetzt im ersten Schritt mal unsere Daten erstmal splitten. Das heißt, Split Data for Machine Learning. Oder ja, ist eigentlich Model. So. Machen wir da eine Markdown-Zeile draus, damit jeder auch versteht, was wir jetzt machen. Und jetzt machen wir zum einen, so wie wir es in der Vorlesung hatten, unsere Daten mit den Informationen, die wir fürs Lernen nutzen wollen. Das ist Groß X. Und wählen uns dann alle Spalten aus von Part 1023 bis Check-Status. So. Das ist unser Groß X und Groß Y ist unsere Klasse, die wir vorhersagen wollen. Das ist dann alles. Alles von Follow-up. So, füllen wir beides aus
Und dann erzeugen wir unsere beiden Test- und Trainingsmengen. Das heißt, wir brauchen einmal die Daten zum Trainieren und die Daten zum Testen. Dann brauchen wir unsere entsprechenden Klassen. Und das Ganze kriegen wir als Rückgabewert von der Train-Test-Split-Funktion. Die braucht Groß X und Groß Y. Und jetzt können wir sagen, okay, wie soll gesplittet werden? Wir haben es hier in der Aufgabenstellung in Holdout von, glaube ich, 30 zu 70. Ja, es ist halt schon eine Nummer. Wenn man so wenig Daten hat, kann man auch nochmal überlegen, ob man die Daten hier irgendwie anders samplen. Ja, ob wir vielleicht sogar gar keinen Split hier machen und komplett auf den gleichen Daten lernen, wo wir trainieren und so. Oder ob wir hier samplen. Also hier gibt es viele Ansätze, die durchaus ihre Berechtigung hätten. Da sind Sie dann auch gefragt, vielleicht das im Anschluss an die Übung hier selber auch nochmal ein bisschen mit den Daten rumzuspielen und auszuprobieren, was hier gut passen würde. So, wir haben das hier. Dann haben wir das nicht geladen. Train Test Split. There is no module. Das vielleicht. Ja. Wenn man nicht weiß, wie es heißt, dann soll man es lassen. Also neuer Versuch. Korrigieren Sie das hier oben. Und dann passt das. Ja, wird korrekt ausgeführt. Also gab es hier einen Schreibfehler im Modul. Was wir jetzt machen, ist, wir bauen uns einen einfachen Klassifikator. Vielleicht können wir das auch hier so ein bisschen so unterkapitelmäßig machen. Dann nennen wir das Simple Decision Tree. So führen das dann aus. So. Und bauen uns jetzt hier einen einfachen Entscheidungsbaum. Und das ist unser Decision Tree Classifier. Yep. Und der Decision Tree Classifier, der soll jetzt gelernt werden auf, das muss ich kurz überlegen, auf X-Train und soll vorhersagen Y-Train. Ja, auf unseren Trainingsdaten. Ja, das ist das Datenset mit den Informationen und das ist unsere Klasse, die er vorhersagen soll. So, jetzt gibt es hier noch einen Fehler. Ja, genau. Convert String to Float. Was jetzt noch das Problem ist, der Decision Tree Classifier, der könnte das Problem schon lösen, sagt er, aber er kann jetzt mit diesem Check-Status nichts anfangen. Ja, das ist irgendwie ein String und weiß jetzt nicht, wie er damit umgehen soll. Ist das eine Skala oder nicht? Wo soll er denn jetzt was wie machen? Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also erinnern Sie sich vielleicht an das Kapitel Data Preprocessing, Data Engineering. Da haben wir verschiedene Encoding-Methoden kennengelernt. Ja. Also dass wir stetige in diskrete, diskrete in stetig oder Werte oder Strings in Werte und so weiter hin und her umgerechnet haben. Und was wir jetzt tun müssen, ist diesen Check-Status so umwandeln, dass der Decision Tree Classifier damit umgehen kann. Und Decision Tree. So. Und um das zu tun, müssen wir unsere Daten hier nochmal vorverarbeiten. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist mit One-Hot-Encoding, also praktisch hier 1, 2, 3, 4 neue Spalten zu machen aus Check-Status. Und jedes Mal, wenn der hier ein Accepted hat, dann kommt da eine 1 in die Spalte Check-Status Accepted. Wenn der beispielsweise Good hat, kommt da eine 1 in die Spalte Check-Status unterstrich Good und in den anderen dann jeweils eine 0. Also man würde aus dieser einen Spalte sozusagen vier neue Spalten machen, wenn man sich das jetzt in der Datenmatrix so vorstellt. Die andere Möglichkeit wäre einfach, diese Spalte in numerische Werte beispielsweise umzuwandeln. Also da gibt es auch viele Möglichkeiten.
Ich würde jetzt der Einfachheit halber hier kein Encoding machen, sondern einfach bei dem Entscheidungsbaum das Ding einfach als Kategorie umwandeln. Ja, und es geht folgendermaßen. Wir sagen unser Dataset Check Status. Das ist die Spalte, um die es geht. Die wollen wir als Category haben. Und sobald wir in so einem Data Frame eine Spalte als Category festgelegt haben, können wir umschalten zwischen stell diese Kategoriewerte mit ihrem Namen da als String oder als Zahl. Ja, und dieses Umschalten, das machen wir jetzt auch. Ups. So. Und das geht mit Punkt Cat Codes. Ja, also die Kategorie sollen die Codes der Kategorie dargestellt werden. 1, 2, 3, 4, 5. Und das machen wir. Und jetzt läuft der Entscheidungsbaum durch. Ja, wenn Sie sich das auch anschauen wollen. Ja, also das sieht jetzt so aus, dass der Check-Status hier durch Zahlen ersetzt wurde anstatt Strings. Also accepted ist dann die 0, unaccepted ist die 2, good ist 1 und so weiter. Wir haben jetzt hier natürlich das Problem, man könnte jetzt argumentieren, dieser Check-Status, das ist ja eigentlich eine Ordinalskala. Ja. Also unaccepted, das ist super schlecht, das ist eine 0. Accepted ist ein bisschen besser, ist eine 1, gut ist eine 2 und war gut wäre eine 3. Ja, wenn man das machen wollen würde, dann könnte man statt mit der Umwandlung in eine Kategorie, ja, dann gibt es die Replace-Funktion. Ja, und dann könnten Sie einfach accepted durch, was haben wir gesagt, accepted ist eine 1, ja, unaccepted ist eine 0 und so weiter könnten Sie ersetzen. Ja. Ist jetzt auf jeden Fall berechtigt, das so zu machen. Bei uns geht es jetzt hier um den POC, meine erste Runde, das Ding zum Laufen zu kriegen. Und dann in den einzelnen Schritten gibt es noch ganz viel Optimierungspotenzial. Und da auf jeden Fall selber ausprobieren, ein bisschen rumbasteln. Wenn es da Fragen gibt, als Kommentar unter das Video einfach melden. Das ist wirklich so ein ganz typischer Case, ja. Also, in der Praxis ja ein Problem, probieren das einmal durchlaufen zu lassen. Und dann gibt es bei den einzelnen Schritten noch ganz viele Möglichkeiten, sehr viel Zeit zu verlieren oder zu investieren, um das Modell nachher in der nächsten Runde noch ein bisschen besser zu machen. Wir lassen das jetzt mal so und schauen uns jetzt mal an, was denn unser Classifier so vorhersagt. Das heißt, wir prediction, so. Sagen mal Classifier Predict und um jetzt mal zu schauen, was der so drauf hat, können wir dem jetzt einfach mal so ein paar Werte übergeben. Sagen wir es mal hier, Part 1023, da gab es, ja, was weiß ich, drei Warnungen. Part 99, da gab es eine Warnung, das Oil, was weiß ich, das war super viel, das war eine 1. Und der Check-Status, der war auch eine 1. Und dann führen wir das mal aus. Prediction. Schauen wir uns mal an. Und er sagt jetzt, ja, also wenn hier Part 1023, wenn das 3 ist und so, ja, und der Rest jeweils eine 1, dann ist das sicher eine Wiederholreparatur. Also so funktioniert jetzt unser Modell. Das übergeben wir dem aber natürlich nicht. Irgendwelche Zahlen, die wir uns selber ausgedacht haben, sondern übergeben denen jetzt mal unser Testset. Und dann schauen wir uns mal an, was der so vorhersagt. Und unser guter Algorithmus sagt, wenn wir uns mal das Testding anschauen, ja, also erster Fall, ganz klar keine Wiederholreparatur. Zweiter Fall, nee, ich denke auch nicht, aber hier. Wo Part 1023, wo das 2 ist, also wo es 2 Warnungen gab, das ist höchstwahrscheinlich. Und mit viel Öl, ja, also das ist eine Follow-up, ganz klar. Genauso wie die hier drunter. Bei den anderen ist es sich dann wieder nicht so sicher. Ja. Das ist unser Entscheidungsbaum. So funktioniert der.
Und wir machen dann gleich weiter mit dem nächsten Schritt, nämlich der Auswertung und dem Evaluieren von unserem Modell. Was waren jetzt hier die Takeaways? Also in der zweiten Aufgabe ging es jetzt darum, erste Modelle mal zu rechnen, insbesondere den Decision Tree Classifier. Und der hat das Problem, dass er mit dem Check-Status nicht umgehen kann. Der wird als Kategorie umgewandelt und kann dann vom Decision Tree Classifier verarbeitet werden. Wenn Sie das nicht machen, probieren Sie es erstmal aus, lassen Sie es so durchlaufen, werden feststellen, der Decision Tree Classifier wirft einen Fehler. Dann müssen wir unsere Daten aufteilen in Training und Testset bzw. Klasse und Informationen. Das können wir mit der Train-Test-Split-Funktion machen von Scikit-Learn. Sie können das aber auch durch Filtern und Daten auswählen selber machen. Das sind beides legitime Wege. Da wir uns irgendwie entscheiden müssen, wie wir unsere Daten splitten, habe ich mich mal hier für einen 30%-Split entschieden. Bei so wenig Daten könnte man das auch nochmal anpassen. Den Entscheidungsbaum ist einfach nur den Code aus der Vorlesung reinkopieren und durchlaufen lassen. Das gleiche gilt für den Random Forest. Los geht's mit der nächsten Einheit. So, wir machen jetzt den nächsten Schritt. Wir wollen uns jetzt dem Thema widmen. Wie können wir unser Modell auswerten? Wie können wir verstehen, wie gut das wirklich ist und vielleicht noch ein anderes Modell ausführen? Ja, dann machen wir hier einen neuen Abschnitt. Das nennen wir dann Evaluation. Machen da einen Markdown draus. Plupp. Und würden jetzt zwei weitere Sachen importieren. Wir haben gelernt, Klassifikatoren. Gibt es zwei zentrale Metriken, wie wir die auswerten können. Das ist zum einen die Confusion Matrix und zum anderen die Akkuratheit. Ja. SK Learn Matrix Import. So. Und das kann man entweder direkt über die Confusion Matrix sicher Scores ausrechnen oder man nimmt die entsprechende Funktion aus dem Scikit-Learn-Modul. So, führen wir halt, müssen wir noch ausführen. Da ist noch ein Schreibfehler. So. Und dann bauen wir uns mal eine Confusion Matrix. Der übergeben wir jetzt zum einen unsere Klasse aus den Testdaten und dann, was unser Modell vorhergesagt hat. Da sehen wir es hier, 2x2-Matrix. So ein Klassifikator kann natürlich auch mehr als zwei Klassen als Aufgabe haben, ja, beispielsweise drei. Also wir könnten jetzt statt Follow-up auch als Klasse irgendwie modellieren. Der kam innerhalb kürzester Zeit, der kam nach einem Jahr, der kommt überhaupt nicht wieder. Dann hätten wir zum Beispiel drei Klassen, dann wäre die Confusion Matrix natürlich deutlich größer. Wir haben ein einfaches binäres Problem, deswegen hat die auch nur, ist nur eine 2x2-Matrix und die zugehörige entsprechende Akkuratheit wäre dann. Das sieht schon ganz ordentlich aus. Zwei Drittel, ja. Also ein bisschen mehr als ist ein binäres Problem, 50-50 Chance. Aber ich glaube, das geht noch besser. Und das probieren wir jetzt gleich mal aus mit einem sogenannten Random Forest. Das ist eine Ensemble-Technik. Der Random Forest ist eine Kombination aus mehreren Entscheidungsbäumen, die dann probiert werden, miteinander sich abzustimmen und zu schauen, vielleicht sagt der eine,
ganz gut Follow-ups vorher, wenn Öl nicht gut ist, und jemand anderes sagt Follow-up ganz gut vorher, wenn irgendeine Part-ID nicht passt, und dann kombiniert er die guten Modelle einfach miteinander. Ja, das heißt, wir würden jetzt hier oben noch immer ganz gut ist so thematisch auch zu clustern, würden wir noch aus dem Ensemble-Bereich Scalearn Ensemble den Random Forest beispielsweise in dem importieren. Random Forest Classifier. Scalearn Ensemble, ja. Gibt es viele weitere Klassifikatoren. Ihre Aufgabe, die vielleicht auch mal durchzuführen, zu schauen, wer ist wann, wie, wo besser. Das sind so die zwei vielleicht bekanntesten, wenn es ums Thema Entscheidungsbäume geht. Dann bauen wir uns jetzt noch einen Random Forest Entscheidungsbaum. Das geht folgendermaßen. Wir nennen den irgendwie mal Random, doch Random Classifier, Random Forest Classifier. Und das ist Random Forest Classifier. So. Und dem können wir jetzt verschiedene Parameter mitgeben. Zum Beispiel, wie viele Bäume er bauen soll. Was weiß ich. Guten Tag, 1000. Können dem jetzt noch weitere sagen, für Leaf Nodes und whatever. Dann machen wir es wie vorher auch. So, übergeben denen unsere Daten und das gute Ding läuft durch. Und dann Prediction. Schauen wir uns mal an, was der so vermutet. Das heißt Random Classifier und Predict. Was ist denn? Genau, das sind unsere Testdaten. Schauen wir uns mal dann die Leistung von dem guten Ding an. Ja, ist es, wenn man so will, kein großer Unterschied. Ja, schenkt sich in dem Fall jetzt nicht so viel. Schade, ich hätte gedacht, der Ensemble ist ein Tick besser, aber gut. Könnte man jetzt vielleicht hier noch ein bisschen an den Parametern was ändern? Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Leaf Nodes der standardmäßig hat. Die können wir mal ein bisschen raufdrehen. 20 vielleicht. Ja, also man kann jetzt hier auch hardcore probieren ins Overfitting zu laufen. Kann man das mal mit hier dazu packen. Ist jetzt natürlich nicht so optimal, aber einfach um mal das ein bisschen auszuprobieren. Ja, also hat es nichts gebracht. In dem Fall schenkt sich nicht so viel, würde daher das obere Modell präferieren, den einfachen Decision Tree Classifier. Und für eine Präsentation, um das Ganze jetzt auch nochmal irgendwie vorzustellen und zu erklären, könnte man jetzt zum Beispiel hier mit einem Plottree noch arbeiten, wo der Entscheidungsbaum visualisiert wird. Den könnte man dann auf eine Folie packen, könnte dann genau sehen, was ist das wichtigste Attribut, was ist das zweitwichtigste, was ist das drittwichtigste. Kann da einfach ganz gut erklären, warum das Modell entscheidet, wie es entscheidet, könnte dann vielleicht auch ganz gezielte Abstellmaßnahmen machen. Also hier gibt es noch ganz viele Möglichkeiten, jetzt die Modelle zu evaluieren, zu visualisieren und einfach auch probieren zu verstehen, warum die vorhersagen, was sie vorhersagen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Also so einem Manager würde man jetzt nicht hier das Ding hinklatschen, sondern würde sagen, hier Chef, pass auf, ich habe rausgefunden. Öl ist super wichtig oder was weiß ich, das Teil ist super wichtig. In 66% der Dinge finden wir das Ding raus. So ein Fehlalarm kostet uns so und so viel. So ein
Auto, was später zurückkommt, kostet uns so und so viel. Das ist unsere Genauigkeit. So und so viel Geld würden wir einsparen oder verlieren. Lohnt sich oder lohnt sich nicht. Ja. Und wenn das beurteilt ist, dann könnte man jetzt in der zweiten Runde hingehen und ein System draus machen. Und das ist auch schon die ganze Magie von so einem Use Case. Jetzt sind Sie gefragt, spielen Sie nochmal mit den Daten ein bisschen rum, probieren Sie nochmal ein bisschen aus und vielleicht ist der ein oder andere Classifier doch noch besser als die 66% akkurat hat. Viel Erfolg und bis gleich. So, zu guter Letzt ging es jetzt darum noch, unsere Modelle zu evaluieren. Da bietet sich eine Confusion Matrix an, sowie Akkuratheitsscores. Beides Funktionen in Scikit-Learn. Gibt es eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Hätten wir mehr Daten, würde sich vielleicht auch eine Rockkurve anbieten, um die verschiedenen Ansätze miteinander zu vergleichen. Für den Moment ist es aber schon mal ein ganz gutes Maß, um grob über den Daumen abschätzen zu können, wie viele potenzielle Autos können wir denn damit erkennen, die bald ein Rückläufer sind. Und lohnt sich das, das Ding jetzt in die Praxis mal mit so einem ersten Test Reparaturwerkstatt, mit einer ersten Test Reparaturwerkstatt vielleicht mal zu evaluieren, ob das was bringt oder nicht. Zu guter Letzt für Sie, wie können Sie das Ganze jetzt noch ein bisschen üben, sich noch ein bisschen auszuprobieren? Das eine ist, probieren Sie mal die anderen Machine Learning Algorithmen aus, die wir noch in der Vorlesung behandelt haben. Schauen Sie sich an, wie die so abschneiden. Oder, das ist auch eine super gute Übung, schauen Sie sich an, wie Sie jetzt die Ergebnisse, die Sie haben, so präsentieren, damit ein Entscheidungsträger eine Entscheidung treffen kann. Sie als Fachspezialist haben jetzt eine Exploration gemacht. Sie haben sich angeschaut, ob KI hier grundsätzlich helfen könnte. Und jetzt müssen Sie eine Unterlage vorbereiten, dass Ihr Chef, Ihre Chefin entscheiden kann, okay, wir führen jetzt das Ding, wir investieren Zeit und bauen ein Produktivsystem, was weiß ich, ein Predictive Maintenance Agent, der auf unserem System läuft und immer schaut, wenn ein Auto in diese Reparaturwerkstätte kommt, ob man da bestimmte Maßnahmen ergreift. Welche Maßnahmen könnten es sein? Wie viel Kosten sind damit verbunden? Machen Sie einfach mal so ein, spielen Sie mal ein paar Zahlen durch und bereiten so eine einfache Unterlage auf. Das ist auch was, was ganz oft in der Praxis von Ihnen gefordert wird. Nicht einfach nur was zu implementieren, sondern immer auch den Sinn und die Wirtschaftlichkeit von solchen Dingen, Systemen im Hinterkopf zu haben. Ansonsten, wem es zu schnell ging, nochmal ruhig durchatmen, kurz Pause machen, Kaffee holen und nochmal probieren. Ansonsten laden Sie sich gerne auch aus dem Internet andere Datensets runter, spielen Sie mit denen rum. Es gibt so viele verschiedene frei verfügbare Datensets. Ich habe die auch in der Vorlesung im Anhang Ihnen mögliche Quellen verlinkt. Holen die sich, probieren Sie sie aus, spielen Sie diese ja, Datenmodellierungsschritte einfach mal durch. Da ist auch noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber mit jedem weiteren Case, den Sie lösen, verspreche ich Ihnen, werden Sie schneller und besser werden und auch immer mehr ein besseres Gefühl dafür bekommen, wann welcher Schritt sinnvoll ist oder nicht. Ich hoffe, es hat Ihnen was gebracht, hat Ihnen was gefallen. Das war es eher vielleicht ein bisschen praktischeres Lectorial und wir sehen uns in der nächsten Vorlesung wieder zum Thema neuronale Netze. Ich freue mich drauf. Bis dahin.